Wird die Altersrente für langjährig Versicherte mit 35 Jahren Wartezeit wirklich im Jahr 2024 abgeschafft? Eine Geisterdebatte, die wirklich nervend ist. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, ich habe eine E-Mail bekommen, ich habe ein Telefonat am 7.11.2023 bekommen. Und dort hat mich eine wirklich sehr aufgeregte Dame angerufen und mir mitgeteilt, sie habe im Internet ein Video gelesen unter der Überschrift "Welche Renten werden 2024 wirklich abgeschafft?" Fragezeichen. Ich habe mir zweimal diese Ansage machen lassen, damit ich es auch richtig verstanden habe. Welche Renten werden 2024 wirklich abgeschafft? Ich habe mir dann tatsächlich, mache ich normalerweise nicht, dieses Video angeschaut und wir haben dort ein, Sie können Sie gerne auf YouTube mal reingehen, dort ein Thumbnail mit dem Olaf Scholz, der hat da so Hörner drauf. Sie können sich über den Inhalt und die Aufmachung des Videos selber ein eigenes Bild machen, was dort die Moderatorin zu sagen hatte zu den Abschaffung der Renten 2024, ob die wirklich abgeschafft werden. Im Ergebnis hat ja die Dame da mitgeteilt, dass keine der von ihr angesprochenen Renten tatsächlich abgeschafft wird. Meine Damen und Herren, diese Debatte wird ja befeuert, letzten Endes massiv befeuert durch Interessensgruppen, durch wen auch immer, der das Interesse hat, die Menschen in Deutschland komplett verrückt zu machen. Meine Damen und Herren, kann Ihnen nur eins sagen, bitte. Das ist eine Geisterdebatte, das ist eine Phantomdebatte, es führt doch zu gar nichts, meine Damen und Herren. Bitte lassen Sie sich davon nicht verunsichern. Das ist alles nur irreführender Blödsinn, der da irgendwo behauptet wird. Meine Damen und Herren, ich habe mir, das müssen Sie mir glauben, in Vorbereitung zu diesem Video wirklich Zeit genommen und habe einfach mal geprüft im Internet, ob es eine valide Datenlage, eine wirklich aussagefähige Datenlage und Grundlage dafür gibt, ob diese Altersrente, die es seit 1992 im SGB VI gibt, seit über 30 Jahren, wirklich abgeschafft wird, ob es da was gibt. Soll ich Ihnen mal sagen? Ich habe nichts gefunden. Weder Hubertus Heil, noch Olaf Scholz, noch irgendeiner von höchster amtlicher Stelle, und das sind die Leute, die für mich irgendetwas sagen könnten, haben in dieser Koalition und in dieser Legislatur vor, diese Altersrente mit 35 Jahren Wartezeit abzuschaffen. Das ist ein völliger Blödsinn, der da im Internet verbreitet wird und der Sie natürlich in höchstem Maße beunruhigt und auch verunsichert. Und das muss jetzt endlich aufhören. Meine Damen und Herren, wir haben den 8.11.2023. Ich kann Ihnen versichern, dass nach aktueller Rechtslage, nach aktuellem Stand, den ich habe, diese besondere Altersrente, eine vorgezogene Altersrente, die Sie mit Vollendung des 63. Lebensjahres und 35 Jahren Wartezeit in Anspruch nehmen können, dann natürlich mit Abschlägen, nicht abgeschafft wird. Es wird nirgendwo behauptet oder gefordert. Das ist aus meiner Sicht völliger Unsinn. Und der von mir geschätzte Kollege Christian Lindner, Rentenberater aus Dresden, hat es im Januar 2023 schon auf den Punkt gebracht. Es ist eine fürchterliche Phantomdebatte, eine Geisterdebatte. Das ist doch wieder einmal in der Diskussion und aktuell im Monat November, Oktober auch wieder in der Diskussion, weil ja so viele Menschen in die vorgezogene Altersrente entweder mit Abschlag oder ohne Abschlag gegangen sind und gehen werden. Das hängt mit den Babyboomern zusammen. Das ist eine ganz klare Sache. Das gefällt natürlich nicht jedem. Das ist auch klar. Aber letzten Endes, es ist ein Anspruch, den Sie haben. Wenn Sie diesen Anspruch erfüllen, können Sie bitte schön in diese Altersrente gehen. Das ist Ihr gutes Recht. Dafür müssen Sie sich auch nicht entschuldigen, wenn Sie die in Anspruch nehmen wollen. Sie wissen auch, wenn Sie die mit 63 in Anspruch nehmen, dass Sie dafür einen Abschlag bekommen. Und dieser Abschlag kann natürlich dann auch schon mal richtig ins Geld gehen. Aber, meine Damen und Herren, damit das auch klar ist, diese Altersrente, nur mal, dass Sie es gesehen haben, wurde mit dem Rentenreformgesetz vom 18. Dezember 1989 in das neue SGB VI, was zum 01.01.1992 in Kraft getreten ist, eingeführt. Das heißt, diese Altersrente für langjährig Versicherte gibt es schon seit über 30 Jahren. Und nochmal, ich habe niemanden, der wirklich von höchster Stelle ist, gehört oder
sagen lassen oder irgendwas aufschreiben lassen, ja gesagt, wo da behauptet oder festgestellt wird, dass diese Rente abgeschafft wird. Das ist genauso ein Unfug, wer sowas behauptet, wie dass die Altersrente für besonders langjährig Versicherte in der Fassung zum 1.7.2014 abgeschafft wird. Das ist auch kompletter Unfug und Blödsinn. Lassen Sie sich bitte von dieser Diskussion nicht verunsichern. Halten Sie einfach nur die Augen auf. Schauen Sie bitte in Ihre Rentenauskünfte. Haben Sie die Wartezeiten erreicht? Haben Sie das entsprechende Lebensalter? Sind Sie gesund und munter? Dann können Sie bitte diese Altersrenten, ohne dass Sie deswegen schlechtes Gewissen haben müssen, in Anspruch nehmen und können dann auch Ihren Ruhestand genießen oder vielleicht auch mit der Altersrente noch ein bisschen arbeiten gehen, so wie Sie gerade Lust haben. Sie müssen sich für niemanden, vor nichts rechtfertigen. Sie haben hart für diese Renten gearbeitet, also nutzen Sie bitte auch diese Altersrenten. Es steht Ihnen zu. Und ich kann Ihnen nochmal sagen, mit Stand 8.11.2023, das versichere ich Ihnen von ganzem Herzen, niemand, wirklich niemand, der hier in Deutschland was zu sagen hat, und das ist nur die Bundesregierung und der Gesetzgeber im Bundestag, haben vor, diese Altersrente, die Altersrente für langjährig Versicherte, abzuschaffen. Näheres zum Thema Altersrente für langjährig Versicherte finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Möchte mich natürlich auch für den etwas lauteren Ton heute entschuldigen, aber dieses Thema nervt mich ungemein und ich möchte eigentlich dazu nichts mehr sagen, aber wahrscheinlich wird die Diskussion weitergehen und ich werde dann immer mal wieder zu diesem Thema ein paar Dinge sagen müssen. Aber ich wünsche Ihnen trotzdem eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.